und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Crimson Snow. Ja, wir sind hier im Second Floor, also im zweiten Stock. Unsere Freundin hat die Bullen gerufen und wir sollen ein Fenster finden, wo die uns sehen. An den beiden klappt das nicht so ganz. Fackeln habe ich genug und jetzt muss ich durch diesen Crawl Space. Und ich habe euch ja versprochen, dass ihr jetzt sehen werdet, was da gleich passieren wird. I heard her mumbling something. I don't know if this helps, but she said something about the gift she finally got. And one more thing, I saw that she threw one of the cops through the window of your building. Yeah. Try to find him. Maybe he has a gun on his body. I'll try to bandage the wound while you find the gun, okay? Okay, so, jetzt müssen wir da rüber. Das mit der Fackel hat bis jetzt nicht so gut funktioniert. Junge, das stimmt wie Sau. Das ist ja fast die Wirklichkeit. Muss ich hier durch? Das wäre der kürzeste Weg, der geht aber natürlich nicht. Wir müssen den Umweg gehen, wie immer. Ei, da Bimbam, das war wohl nicht so erfolgreich, die Bullen zu rufen, ne? Die hat die einfach mal kurz platt gemacht und den einen durchs Fenster geschmissen. Und wir müssen jetzt losgehen und schauen, ob der eine Knarre irgendwo hat. Es ist irgendwie nichts zu looten hier. Finde ich gar nicht so tragisch, aber... Das sieht aber nicht aus wie der Weihnachtsmann. Was sind das für Bücher? Oh, da ist was zu lesen. Mein Bewusstsein treibt von mir weg. Ich kann mich nicht konzentrieren, aber ich darf nicht vergessen. Ich habe die Seiten versteckt, falls es mich reinlegt. Eine ist in der Nähe. Die Farbe eröffnet den Weg, wenn man sich die Reihenfolge merkt. Sieh zunächst unter dem Baum nach. Dann blicke in die Augen des Teufels. Die dritte steckt im Herzen des Rehs. Die letzte in der ist der Weihnachtsstern. Also das erste ist in der Nähe, das zweite steckt im Herzen vom Reh und das dritte ist der Weihnachtsstern. Ob ich mir das merken kann, das weiß ich noch nicht. Das erste ist in der Nähe. Moment. Die Farben eröffnen den Weg. Ist das ein Rätsel? Die kann ich alle anfassen. Also alle farblichen, also alle, die bunt sind, außer das braune, die kann ich bewegen. Jetzt sollte ich natürlich nur die Reihenfolge wissen. Ne? Das wäre natürlich... Hier ist zu, das ist klar, ne? Hier ist auch zu. War diese kleine Piep, 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 Piep. Meine Fresse. Aber danke, jetzt ist wenigstens die Türe offen. Irgendwas mit Reh und Geschenk und alles irgendwas in der Nähe. Ich finde das so seltsam. Hier liegen so viele. Das sind meine alten Postkarten. Ich habe sie meiner Ex-Freundin geschickt, um nicht mit ihr reden zu müssen. Sie war es also. Oha, ein Fall von Stalking, oder was? Was haben wir denn hier jetzt? Sie ist weg, sie wird uns nicht stören. Mark hat einen Ring gekauft. Ist er für mich?
Will er mich wiederhaben? Mark redet nicht mehr mit seinen Eltern. Gut. Zu wem hat er Kontakt? Sein Freundeskreis tut ihm nicht gut. Ich muss sie alle loswerden. Mark feiert Weihnachten allein. Es ist Zeit. Er ist auf dem Weg zu dieser Hure, Joyce. Okay, hier geht's tatsächlich um Stalking. Ja, ja. Mark, how are you? Naja, wenn man es nimmt, ich habe ein Teleskop gefunden. Das ist auf dem Haus gerichtet. Ich habe ihre Notizen gefunden. Sie enthalten meine Zeitpläne. Hä, wo? Habe ich nichts gesehen. Tut mir leid. Das da. Telescope, what do you mean? Ja, was meine ich? Sie hat mich ausspioniert. I thought so. All this time. She was interested in you, not me. You are connected to her in some way. Warum? Mark, tell me. Do you know this woman? Ich lüge sie besser mal nicht an. You're dating? Why didn't you say this before? Ich habe nicht verstanden, dass sie es ist, bevor ich die Beweise fand. Sie sieht völlig anders aus als früher. What was she like before? Ich musste feststellen, dass sie geistig nicht ganz fit war. Und dann haben wir uns getrennt. Sie hatte sie nicht alle. Als sie damit anfing, meinen Eltern und Freunden zu bedrängen, habe ich sie verlassen. My God, this is terrible. So that's why you moved here from your city. The things that she does, was she able to do them before? Nicht, dass ich wüsste. Oder ich wollte es nicht wahrhaben. Letztes Jahr hat sie ihren Gesundheitszustand verschlechtert. Da fingen auch die komischen Sachen an. So this monster wants you back. Wahrscheinlich. Mark. Thank you for telling me. Gut, ich hoffe, das war positiv. Jetzt, es ist direkt auf mein Haus gerichtet. Ach, mehr passiert da nicht. Durchschauen kann ich nicht, oder wie? Okay, gut, nö, das anscheinend nicht. Gut, die Alte kam hier durch die Türe geschossen, hat mich zu Tode erschreckt mal wieder. Oh, hier gibt's Dinge zum Durchsuchen. Aber sonst scheint hier nichts Großartiges drin zu sein. Nein. Die dritte Schublade hat auch nur Klopapier für den Fall, dass ich mich einscheiße. Sonst sehe ich hier tatsächlich nichts. Okay, also das hinten mit dem bunten Bücherregal kriegen wir noch hin. Wir bräuchten eigentlich noch ein paar Hinweise darauf, wie oder was wir da denn jetzt drehen müssen oder auch nicht drehen müssen. Achso, das war die Tür. Hier ist ein Schlüssel. Er öffnet sicher die Tür zum Korridor. Hoffentlich führt sie mich zur Pistole. Also gut, wir haben jetzt die Pistole. Wir haben jetzt. Ah ja, das war diese Türe. Boah, du Bitch, du Dreckige. Das ist geil, hier war nur diese Ecke. Junge, die hat mich gerade zu Tode erschreckt. Also jetzt nicht hier, sondern da vorhin, wo sie durch die Tür kam, mit ihrem weißen Kleid. Ob das wohl ein Hochzeitskleid war? Weil ich meine, sie fragt sich ja selber, ob dieser Ring, den er bei sich hat, für sie sei. Aber ich würde mal sagen, der ist definitiv nicht für sie, sondern für die Joyce. Und ich glaube, das wird die langsam auch realisieren. Also diese Türe ist nicht die zum Korridor. Das ist die zum Korridor. Scheiße. Das ist doch nicht ein Haus, verdammte Axt. Das ist doch alles wunderbar. Nochmal durchsuchen. Einfach nochmal schauen, ob ich irgendwas. Was habe ich da jetzt genommen? 14. Da war tatsächlich eine, die ich nicht gesehen habe. Okay, weiter geht's im Text. Was haben wir hier Hübsches? Hier ist auch einfach nur eine Laundry, ein Lagerraum. Oder kann man diese Schiebetür nicht auf?
Junge, 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 die Alte geht mir so auf den Nerv. Ah, das Spiel ist mega. Es ist echt geil. Also, wenn ihr es noch nicht habt, holt's euch. Dieses Spiel ist echt eine Erfahrung. You cheated on me. Hab ich. How is she better than me? Ja, ist sie definitiv, wenn ich dich da so anguck. Jetzt latscht die da wieder rum, ey. Ja, jetzt kommt sie mit ihrem Hochzeitskleid, mit dem verrissenen. Ja, du bist nicht ganz so hübsch. Okay. Mal schön gucken, wie die Alte läuft, damit ich weiß, wie ich gehen muss. Sie hat einen ganz schönen Pferdearsch. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht hier. Warum steht jetzt hier oben? Ich muss die eine Runde noch abwarten. Wenn sie dann wieder zurückgeht. Ich weiß nicht, warum ich es schaffe, hier hochzulaufen. Sie kommt ja hoffentlich nicht hier hoch. Rein. Steht sie hier, dann läuft sie da zurück und dann versucht sie in eine andere Himmelsrichtung zu laufen, sobald sie hier an der Tür vorbeiwatscht. Sie sieht mich nicht, sie sieht mich nicht. Sie sieht mich einfach nicht. Ich muss schneller sein, als sie sich umdreht. Sonst bin ich kaputt. Tschüssi. Die kommt gleich von vorne, ich weiß. Es ist irgendwas passiert gleich, ich bin mir ziemlich sicher. Die Türe wurde abgeschlossen. Ich wusste doch, gleich geht was los. Okay. Habe ich Zeit, hier durchzugruseln? Kruschel, kruschel, so. Kruschel, kruschel, so. Nichts, okay. Ja, nö, da wollte ich nicht rein. Ich wollte da oben rein, danke. Da war noch mal eine. Junge, ich habe schon so viele. Warte mal. Nee, das war keine. Okay, dann haben wir das. Die kommt gleich um die Ecke gescheißert. Wollen wir wetten? Oh, leck mich, ist das verwinkelt. Da ist wieder was zu lesen. Moment, ich bin gleich soweit. Ich will nur kurz... Halt. Nein, das war auch nichts. Okay. Ich komme nicht wieder. Du kannst aufhören, meine Familie zu verfolgen. Lass sie in Ruhe. Sie haben keine Ahnung, wo ich bin. Ich habe ihnen nicht erzählt, wohin ich gezogen bin. Ich weiß, dass dein Verhalten von deiner Krankheit kommt, aber ich ertrage es nicht mehr. Du hast dich zu lange geweigert, eine Therapie zu machen und jetzt hast du deine Psychosen nicht mehr im Griff. Ich liebe dich, aber ich bin es leid, Angst um meine Familie zu haben. Verzeih mir. Er liebt mich. Sogar am Ende habe ich mich nicht überwinden können, offen mit ihr zu reden und habe ihr einfach einen Brief geschrieben. Hätte ich früher den Mund aufmachen sollen? Nein, ist nicht notwendig. Jetzt habe ich gerade gedacht, da steht, also schattentechnisch. Also die Alte, die hat womöglich... Also Punkt 1 ist, die Alte hat ein an der Waffel, ne? Ist ja ganz klar, ne? Die hat Probleme, definitiv, und... Sie will was von dem oder war mit ihm zusammen und er? Und er hat aber von ihrem Verhalten, weil sie ja versucht hat, ihn für sich zu gewinnen, also komplett für sich alleine zu haben, wollte sie ja seine Familie und seine Freunde und was weiß ich was alles loswerden. The ring for me. You don't love me anymore. Nein. I'm sorry. I'm not giving it back. It's mine now. Nein. Du klaust Mädchen. Geh
Kitty weg. Wenn ich da jetzt lang crawle. Jetzt mal ganz ehrlich, was bringt mir die Knarre von dem Bullen eigentlich? Ich kann nicht zurückschauen, ich kann einfach nur nach unten. Gut, okay. Abgeschlossen. Naja, kommt sie ja wenigstens nicht rein, auch recht. Dann kommt sie ja von vorn, auch recht. Egal. Nee, auf jeden Fall, sie ist tatsächlich... Ich meine, die zwei waren ein Paar, ist okay, soweit sind wir ja schon. Und sie wollte einfach ihn für sich ganz alleine haben. Sie wollte ihn nicht teilen quasi. Und sie hat also versucht, seine Familie und seine Freunde loszuwerden. Wie auch immer sie das versucht und gemacht hat. Aber irgendwas muss doch da dann passiert sein, weil sie ist ja psychisch angekratzt, würde ich mal, einfach um es dezent auszudrücken. Die hat tierisch einen an der Lemme. Und, wow, jetzt habe ich es wegen der Wand angemacht. Ich habe gedacht, Licht hilft gegen die hier. Hä? Hat's nicht geheißen? Grelles Licht mag die Alte nicht? Wie soll ich denn da durchkommen? Ich trete ja instant auf diese Dinger drauf. Okay. Okay, da kann ich nicht durch. Ich muss... Darf sie nicht? Darf sie nicht? Nein! Also gut, ich muss einmal quer durch den Raum und darf diese kaputten Christbaumkugeln nicht da darf ich nicht drauf treten, sonst kracken die und dann hört die uns. Ei, der Bimbam, das kann jetzt eine Weile dauern, weil es ist gar nicht so einfach, sich da so durchzuschlängeln. Vielleicht mache ich aber eine Fackel an, dass ich die Kugeln besser sehe. Na, probier's nochmal. Jetzt pass mal auf, hier ging's ja ganz gut, ne? Ich mach das so vorsichtig, wie es geht. Oh je, ich muss an der vorbei. Scheiße, wie mache ich das denn? Ah, Moment mal. Oh, ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Ich muss tatsächlich an ihr vorbei. Wartet. Es ist die Frage, bemerkt die mich, wenn ich da vorbeilaufe, wenn sie mich nicht hören kann? Gott sei Dank, hey. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie uns nicht bemerkt. Oh, Heidebimmer. Ja, du so alte, kleine, heulende Heulsuse. Mein Gott, er liebt dich nicht mehr. Krieg dich einfach ein und fertig. Okay. Wie es weitergeht, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Ne? Und das mit dem einen Regal müssen wir auch noch rausfinden, wie das funktioniert. Aber das sehen wir dann noch weiterhin. Also, bis dann.